So, alles fresh. Ich habe einen Text geschrieben. Nee, das ist chronologisch falsch. Also ich hatte ein Gespräch. Nee, das ist auch falsch. Also ich habe eine Mutter. Und mit der habe ich mich mal unterhalten. Und die meint, du liest doch diese Texte so. Und ich so, ja. Und zu der Zeit gab es eine Phase, die in den Medien war und für sie sehr wichtig war. Und die meinte, kannst du mal darüber erzählen? Und ich so, ja, keine Ahnung, wenn ich was hinkriege. Und sie so, doch, mach das, das ist voll wichtig. Und ja, da hatte ich eine Idee, da habe ich den Text geschrieben. Jetzt sind wir ganz am Anfang. Also ich habe einen Text geschrieben und er geht folgendermaßen. Wenn Zeitzeugen merken, es ist Zeit zu gehen, die Heimat zu verlassen, um Freiheit zu ergattern, dann muss einiges passieren. Und sicher fühlen es die meisten, wenn ich sage, dass sich niemand unsicher fühlen und in ständiger Angst leben will. Wenn der Staat dich so beschneidet, dass du ohne Zweifel weißt, dass ein falscher Schritt oder ein falsches Wort Konsequenzen hat, die du nicht aussprechen willst, dann kann ich verstehen, dass du ausbrechen willst. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Es ist schon fantastisch, was wir hier für Möglichkeiten haben und ich fand, dass dich das immer noch mehr beeindruckte. Für dich war es eine Last, die von den Schultern fällt, endlich hier zu sein. Die schwerste Last, die von meiner Schulter fiel, war mein Schulranzen nach langen Schultagen. Egal, was du mir erzählst, kann ich es mir kaum ausmalen, wie es wirklich war. Aber deine Geschichten sind wirklich wahr. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Du bringst mir ein Teheran und erzählst mir von deiner Kindheit in Teheran. Wie unbekümmert das Leben war. Die ganze Familie war in einem Wort. Damit sich bei euch die Wege trennten, musste wirklich Großes passieren, wie bei einer Klappbrücke. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Die Rhetorik des Revolutionärs Khomeini war politische Kampfkunst. Für dich war das unverständlich, wie Deutsch bei deiner Ankunft, dass man darauf reingefallen ist. Und schon nach kurzer Zeit nach der Wahl die Säulen eines säkularen Staates eingefallen sind. Und bis heute sind die Versprechungen von ihm nicht eingelöst. Nicht mal eingefallen hat der Staat dem Menschen gegeben. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Du durftest nicht mehr entscheiden, was du anziehen darfst. Wer für dich anziehend war. Das Ganze ging gar nicht mehr klar und dann standest du da und hattest die Wahl zwischen einem Leben in einem radikalen Staat, bei dem eine emanzipierte Frau auf Hasstiraden traf, oder einem Leben, in dem du ohne Angst vor Säureattentat deine Haare offen tragen darfst. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Bereit zu sein, dich nicht unterdrücken zu lassen, dafür alles zu verlassen, muss schrecklich und erdrückend sein. Wie viel Überwindung es braucht, ein Flugticket zu kaufen mit Familie, Freundeskreis, Menschen, die dich brauchen, einen Schlussstrich zu ziehen, ist mutig und nie werde ich den Schmerz, den du durchgemacht hast, verstehen. Ich kann nur zuhören, aber nicht annähernd fühlen, was du erlebt hast. Kaum Geld zu haben, aber für Freiheit alles in Kauf zu nehmen. Oder es für Musik, die verboten ist, auszugeben. Manche deiner Freundinnen haben versucht, Freiheit zu ergattern, indem sie anfingen, sich als Mann auszugeben. Und das ist nur ein kleiner Auszugeben. Du hattest die reale Angst, bei einer politischen Veranstaltung draufzugehen, weil viele junge Menschen gemeinsam Lieder sangen, die dem Staat nicht passten. Oder du erzähltest von Männern, die selbstverständlich meinen, auf dich draufzugehen, um dich als Braut zu nehmen. Das ist so absurd. So ein Typ macht da einen Spruch und geht davon aus, der hat auf Frauen einen Machtanspruch. Und das sind immer noch nicht alle deine ausufernden Geschichten wie Hochwasserberichte. Menschen fragen mich, weshalb ich noch nie die Heimat meiner Eltern besuchte. Es wird niemals meine Urlaubsdestination. Fuck it, ich Destination. Dieser Staat tötet Frauen, die ihre Haare zeigen. Dieser Staat tötet Menschen, die ihre Meinung sagen. Dieser Staat ist einfach ungerecht und ich hoffe, dass diese Schandtaten nicht ungerecht bleiben. Und jeder Mensch, der behauptet, es habe sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verbessert und das Land öffnet sich mehr und mehr, fällt auf deren Propaganda und Lügen rein. Denn solche Ankündigungen kamen immer wieder vor. Doch es blieb letztendlich immer wie davor. Jede Kooperation mit diesem Schandstaat verharmlost diese Straftat, die dieser Staat den Menschen antat. Dennis ohne Namen hat einem Menschen eine Stimme gegeben.